Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Live in the Woods. Wir waren ja beim letzten Mal hier drauf und dran, unseren Steg zu bauen. Was ja am Ende kein Steg wird, weil unsere Felder sollen hier lang gehen. Da wir so wenig Platz auf der Insel haben, müssen wir uns ein bisschen ins Wasser bauen. Und ich wollte das jetzt hier so ein bisschen, ja, ändern. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wie ich das mache. Habe ich denn noch von denen? Eine Treppe habe ich von denen. Hier müsste ich ja drei rauskriegen noch, ne? Oder waren es sechs? Nö. Zack. Doch, waren sechs. Mist. Bleib mal da. Dann brauche ich noch Holz. Mehr Palmholz habe ich gar nicht. Geht mir hier noch das Palmholz aus? Das wär's ja. So, das reicht denn aber. Gut sortierte Kiste habe ich gerade gesehen. So, dann machen wir doch hier mal noch so eine Holztreppe. Und hier machen wir die weißen Slabs. Die ich nicht mehr in der Hand habe. So. Kommt man aus dem Haus raus und kann direkt auf die Felder gehen. Lass mein Gemüsehai. Hängen da beide Haie da? Ah. Krieg ich die dort? Ich mag Haie nicht. Ich mache das Gewässer Hai sicher. Na, ihr Süßen? Na komm, stirb. Dafür gibt es gar keine Punkte, wa? Dafür müsste es richtig viele Punkte geben. Immerhin legt man sich nicht alle Tage mit irgendeinem Hai an. Wachsen die Dinger hier nicht? Warum nicht? Strawberry. Achso, das sah aus wie so eine andere Blume. Dachte schon, ich habe da jetzt einfach eine Blume eingepflanzt. 29, 29. Das ist alles so langsam hier. Ja, hier die Ecke könnte man auch mal ein bisschen besser machen. Finde ich so jetzt nicht schön, dass ich da ständig so rumlatschen muss. Da ändere ich das gleich mal hier ab. Ist mein Spaten kaputt. Natürlich. Aber wo ist denn dieser Busch hier? Da. Auch der kommt weg. Dann kommt man hier vernünftig um die Ecke. Vielleicht können wir das auch noch mal ein bisschen besser. Ja, man könnte das natürlich auf die Höhe machen. Und auch einen Weg da nach hinten ziehen. Ist ja die gleiche Höhe. Die Idee gefällt mir ganz gut. Die Umsetzung können wir gleich mal in Angriff nehmen. Sand brauche ich jetzt nicht. Hatte ich nur so viel Holz davon bei. Ein Schüppchen bitte. Und hier haben wir noch ein paar Slabs. Da haben wir den Sand. Die Treppen. Boah. Könnten auch dann weg, wollte ich sagen, bevor mir hier wieder alles aus der Tasche geflogen ist. Und dann muss ich mal sehen, dass ich hier auch ein bisschen Ordnung in die Kisten kriege. Dann machen wir hier mal den Sand weg. Komplett Bebauungsplan. Und Sand brauchen wir ja sowieso für die Felder, die wir da aufs Wasser setzen wollen. Also wäre das gar nicht schlimm. Und das Schöne ist, man kommt dann hier vernünftig rum.
Ist doch schon mal viel besser. Wenn der jetzt noch weg ist. Ah, das jetzt auch mit so einem Weg machen? Nee, ich weiß nicht. Vielleicht später mit Kies könnte man das machen, schön. Sieht denn das aus, wenn man hier so eine Spur mit diesen Holzdinger macht? Vielleicht so ein bisschen so, so. Oh, dann muss man ja aufpassen, dass man nicht im Wasser landet. Weiß nicht, zu viel von dem Weißen sieht bestimmt blöd aus. Eigentlich kann man es immer noch rausnehmen. Der war super. Der auch. Naja, muss ja abgestützt werden, so ein Weg. So hässlich finde ich das gar nicht. Ja, wie gehen wir hier? So, so. Ja. So. So ist gut. Dann könnten wir hier im Grunde so einen Stein hinsetzen und darauf erstmal eine Fackel setzen. Das gleiche könnte man hier machen vielleicht. Dann hat das irgendwie so eine logische Reihenfolge. Oh, machen wir hier. Zack. Und auch eine Fackel drauf. Das gleiche können wir hier auf die Ecke. Na, auf die Ecke will ich nicht. Denn hier. So. Denn es ist gut, dass ich den hier weggelassen habe. Dann kann man das da auch hinsetzen. Naja, hat schon irgendwas. Weiß zwar nicht, was es hat, aber es hat was. Gut, denn. Machen wir das gleiche hier auch nochmal. Damit es gut aussieht, hier auch nochmal. Weiß zwar noch nicht warum, aber ja. So und nicht anders. Unser kleines Inselparadies wird ja immer schöner hier. Gut, dann setzen wir doch hier mal ein bisschen Sand dran. Möchte ja theoretisch, dass das Wasser denn von unten da dran ist. Also müsste ich sozusagen hier anfangen. Ist hier mal noch Wasser dazwischen, ja. Wo ist dahin? Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mal hier zurück. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Irgendwo wird ein Haken drin sein, aber wahrscheinlich habe ich den hier nicht mitgezählt. Wow. Es wird doch nicht schon wieder dunkel. Wieso vergehen denn die Zeiten, die Tage hier in Minecraft immer so schnell? Man kommt ja zu gar nichts. Schaffe ich mein erstes Feld noch, bevor ich in die Luft gehe, oder? So. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Wenn da jetzt überall Weizen wächst,
Oh, das war aber jetzt sehr spät schon. Wir müssen mal ein Schnitzel essen. Gut. Ja, voll gut. Wir bräuchten denn schon wieder essen. So, hier würde ich dann gerne den Weizen wachsen lassen. Dann möchte ich hier doch so. Den Weg da dran haben. So nicht. Kommt gleich wieder weg. Müsste dann aber auch ausgeleuchtet sein, ne? Ist so wahrscheinlich ein bisschen wenig Licht am Ende hier. Wenn wir da Glasscheiben machen, wir haben. Mal gucken. Wie sieht denn das aus? Wir hatten doch Sand schon ein bisschen da. Oder einen ganzen Stack habe ich sogar in der Tasche. Hatte ich nicht aber schon Glas irgendwie gemacht? Das hat gerade für die Fenster hier gereicht, ne? Gut. Mach mal Glas. Und dann möchte ich das so haben. No. Nee, dann lieber eins weiter, ne? So, du kommst dann wieder raus. Okay, mal gucken, ob das so überhaupt gut aussieht, wie ich mir das vorstelle. Mach da mal hin hier. Na, hast du schon wieder eins fertig? Na, zwei, gut. So, wenn ich das jetzt hier einsetze, zack, zack. Und zack. Machen wir es mal so. Das passt ganz genau. Und hier jetzt dann eine Fackel jeweils drauf. Hat was von moderner Architektur. Und man kann runtergucken. Naja. Halbwegs. Gut, aber finde ich nicht schlecht den Weg. Könnte man den vielleicht hier auch machen. Gut, dann machen wir mal. Wie viel waren das jetzt? Das waren 9, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Da liegt ein Rochen an meinem Bett, an meinem Boot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zack. Und zack. Und dann geht es hier wieder rum. 1, 2, 3, 4, 5. Kriege ich den weg da unten? Das sieht ja ein bisschen blöd aus. So. Dann würde das Glas auch schon wieder fertig sein. Mehr als genug. So, haben wir jeweils die ersten. Zack. Dann da, da, da.
So, ja. 4 und 4. Und wieder eine Fackel rauf. Ja, haben wir ein Kreuz. Ich hoffe nicht, dass die ganzen Kreuzritter jetzt hier langkommen. Oder die ganzen Pilger. Oh, das wächst jetzt aber langsam. Es geht voran. Erwachsen. Wir haben unsere erste Ernte. Yay. Noch was? Ja. Schön. Hier auch schon was reif? Nö. Was bist du? Habe ich den Zeppling rausgeholt? Von der Palme hier wahrscheinlich, oder? Das gibt es nicht. Wir wollen keine Palmen da. Das sollen ja Weizenfelder werden hier beides. Nun ist die Frage. Lasse ich mir das hier so als Hafen? Und fange hier denn erst mit dem Feld an? Ich lasse es erstmal so. Mache ich lieber hier erstmal Sand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jetzt wäre schön, wenn so ein Hai rausspringt und mich frisst. Das wäre da jetzt richtig schön. Was mich gerade ein bisschen wundert, ist, dass sich da noch kein Rasen drauf gebildet hat. Geht das überhaupt so, wie ich mir das vorstelle? Sollte ich vielleicht erstmal testen? Aber ich denke schon, heißt ja, am Wasser soll es sein. Würde es schon passen. Mach mir mal eine Ho. Die muss natürlich aus Eisen sein, ne? Und ich habe nicht mehr viel Eisen. Reicht wahrscheinlich nicht mal für die Felder. Warum geht der jetzt nicht mehr? Das geht wieder? Warum ging es da nicht? Warum gehen die nicht? Ah, vier im Wasser, ne? Bis dahin komme ich. Und da habe ich natürlich kein Wasser. Oh, ernsthaft? Wegen diesen Teilen hier. Was machen wir da? Aber hier ging es doch auch. Oder heißt das hier 4 durch? Scheint wohl so. Gut, mein Feld hat ein kleines Problem. Und das werden wir wohl in der nächsten Folge
lösen. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Es wird auch schon wieder Nacht. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich hier vielleicht den Hafen lassen soll. Für meine Boote. Und ob es vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, hier doch noch, ja, Sachen anzupflanzen. Aber hier können wir mal die Bärchen anpflanzen, die wir schon geerntet haben. Aber hier schön Erdbeerfeld. Und hier neben Trauben. Ah, zwei haben wir. Gut. Oh, dann werden wir ins Bettchen gehen und uns morgen um weitere Sachen kümmern. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein, wenn wir hier weiter in Minecraft durch die Gegend laufen. Ich freue mich. Tschüss.